So Leute, heute steht Sparringstag an. Erstmal natürlich das Frühstück, eben gerade aufgestanden. Jetzt erstmal ein Glas Wasser gleich trinken, das ist immer das Wichtigste. Hier schön, wie man sehen kann, selbstgemachten Müsli mit Apfel, mit Jus-Datteln bestehend und vor allem aber auch Haferflocken und Chiasamen da drin, nicht zu vergessen. Das werde ich mir jetzt erstmal gleich alles gönnen und nachdem das dann passiert ist, fahre ich dann zuerst zu meinem Chiropraktiker, weil ich habe irgendwie das Gefühl, mein unterer Rücken meckert so ein bisschen rum und da muss mal ein bisschen wieder so zurechtgedrückt werden. Ich muss dazu sagen, ich habe schon voll lange keinen Sparring mehr gemacht. Ich glaube, das ist schon bestimmt mindestens 2 oder 3 Monate her, glaube ich. Ne? Immer dieses Gefühl vorm Sparring zu haben, diese Aufregung, weil man das schon so lange nicht gemacht hat, ist auf jeden Fall immer da. Das wird auch immer so bleiben. Bin ich gespannt, wie ich mich nachher schlagen werde und ob die Reflexe noch da sind, auf jeden Fall. Ne? Zwischen den Mahlzeiten vergeht bei mir ungefähr jetzt 3-4 Stunden und das ist dann eine gute Zeit, wo dann alles auch verdaut ist und so. Dann habt ihr das richtig gemacht, ne? Und nicht zu kurzfristig gegessen, weil nachher hat man dieses Völlegefühl und so. Und stell dir vor, du kriegst auch noch einen schönen Körpertreffer ab. Und dann, boah, ganz schlimm auf jeden Fall. Ne? Und ey, so heftig schönes Wetter, ne? Richtig schöner Schnee, seit langem mal und lange nicht mehr sowas gehabt hier. Schaut euch das an, wie schön das aussieht. Wahnsinn. Okay, ich mache mich jetzt auf den Weg. Leute, wisst ihr, was ich am meisten hasse, wenn man so in der Stadt ist, ne? Und es gibt einfach keine Parkplätze. Das ist immer jedes Mal die Strafe dafür, weil man mit einem Auto bequem dorthin fahren will, ne? Eigentlich nur mit den öffentlichen Verkehrsmitteln und dann zu Fuß dahin gehen kurz und 5 Minuten später bist du schon da, ohne dieses Gestresse, ah, ich komme gleich zu spät. So, jetzt die spannende Frage. Soll ich lieber Fahrstuhl nehmen oder soll ich Treppenhaus nehmen? Ich denke, ich nehme Treppenhaus. Ja, Leute, jeder Gang macht schlank. Jeder Gang macht schlank. Deswegen nutzt jede Gelegenheit aus. So, jetzt bin ich raus. Das war auf jeden Fall richtig gut. Jetzt geht es meinem unteren Rücken schon viel, viel besser. Ja, Mann, jetzt mache ich mich auf den Weg zu meinen Kollegen und dann wird erstmal schön Sparring gemacht. Wir haben uns aufgewärmt, auf jeden Fall schon mal ein bisschen nass geworden hier. Aber ein bisschen machen wir noch am Samstag, so damit wir komplett drin sind und dann geht's ab. Meinst du, du schaffst es gleich im Sparring gegen mich so eine Kombination zu hauen? Meinst du, du schaffst es gleich so eine Kombination gegen mich zu hauen im Sparring? Ich hoffe es. Ich hoffe es. Du schaffst es schon mal, glaub an dich. Sag mal, wie viel Rücksicht hast du gleich mit uns? Ich weiß nicht, also ganz ehrlich. Es ist immer so, als ob ich Rücksicht nehmen muss, aber ich kriege immer auf die Schnauze am Ende. Ne? So sieht's aus. Ich muss immer auf irgendwo selber verteidigen, Mann. So, Leute, jetzt geht's los. Bist du bereit? Nein. Er ist schon ganz heiß auf mich, okay. Ja.
Ja, erste Runde. Was? Das war voll leicht. Warm-up. Er wollte sich schon nicht ausreden, als ob er schon nicht mehr kann so. Aber du kannst noch, oder? Ja. Sehr gut. Kommt sie durch. Ja, das habt ihr gesehen, ne? Guckt ihn euch an. Ich bin tot. Warum? Weil du besser bist. Nein, ich habe ihn einmal gut zur Körper getroffen, hat man auch gehört. Er macht so. Und das ist immer ein gutes Zeichen. Das heißt, immer schön Körper decken, ne? Was ist los mit dir? Wieso wickelst du deine Bandagen ab? Alles hier falsch verhalten. Wie lange machst du jetzt Boxen? Nicht wirklich, ne? Er hat noch nicht mal einmal richtig. Bist du fein? Nein, nein. Alles von seinem Schullehrer gelernt, gegen den ich auch gemacht habe eben. Und Respekt dafür, dass du das so trotzdem gut machst, ne? Echt heftig, mal wirklich. Aber hast du das gemacht? Ja, sehr gut. Der Kneipenschläger, wolltest du mal wissen. Dafür, dass du nur in Anführungsstrichen Sportlehrer bist, ziehst du ganz schön durch und hast du Biss. Ärgerlich. Mehr als die meisten Lehrer da draußen auf jeden Fall. Danke, danke. Geil, Mann. Vielen Dank. Besser, Mann.
bist du jetzt vegan aus Überzeugung oder weil du denkst, dass es körperliche Vorteile hat für dich? Also um ehrlich zu sein, war es am Anfang so, ich habe, weil ein Kollege das von uns durchgezogen hat, ein Jahr lang habe ich gesagt, wenn er das kann, kann ich das auch. Ja. Habe ich das ein Jahr erstmal so gemacht und dann hatte ich nach einem Jahr überhaupt keinen Bock mehr, tierische Sachen zu essen. Ja. Dachte ich, ich mache das jetzt weiter, solange ich Bock drauf habe. Und dann wurde es auch immer mehr aus gesundheitlichen Gründen und dann aber auch aus Überzeugung dann irgendwann, ne? Dass okay. ich dann komplett darauf verzichte. Aber ich brauche es nicht, mein Körper tut es gut, ich fühle mich auch fit, keine Krankheit. Fitter als vorher? Ich fühle mich deutlich fitter, ich weiß nicht mal, wann ich das letzte Mal krank war, um ehrlich zu sein, wirklich. Weil viele schieben ja Fleisch und den ganzen tierischen Konsum das in die Schuhe, dass man deswegen krank wird und alles drum und dran. Genau, also es ist ja kein Geheimnis, ne? Tierische Produkte sind auch sehr viel Müll drin, sag ich mal, diese ganzen Hormone und so. Und deshalb, ja, ich habe das alles weggelassen, ich fühle mich super. So Leute, ich bin echt platt vom Sparring, ne, muss ich wirklich sagen. Aber ich habe keine Blessuren oder so, wie man sehen kann. Ist gut. Auf jeden Fall werde ich mir jetzt dieses heftige, richtig nice Essen gönnen. Schön Yellow Curry mit ein bisschen Tofu dazu und das Gemüse, Brokkoli. Es tat trotzdem gut, mal endlich wieder Sparring zu machen nach einer langen Zeit. Ja, ich hoffe, dieser Vlog hat euch gefallen. Falls ja, dann schreibt das gerne in die Kommentare, ob ihr weitere solche Vlogs sehen wollt. Und vor allem, vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren und die Glocke zu drücken, damit ihr keine weiteren Videos mehr verpasst. Und wir sehen uns bis zum nächsten Mal. Haut rein. Ciao.